So, liebe Freunde, von Mittelsachsen aus geht es jetzt nach Franken. Gott sei Dank nicht allzu weit. 250 Kilometer liegen jetzt heute noch vor mir. Ich will nach Lauf an der Pegnitz in der Nähe von Nürnberg. Ja, also los geht's. Morgen. Ich bin im Moment schon in Lauf. Hinter mir seht ihr schon die Burg, die ich heute besuchen werde. Sieht so ein bisschen so aus, als wäre ich hier mitten im Wald. Aber nein, ich bin mitten in der Stadt. Wie auch immer, ich habe die Nacht verbracht, sehr angenehm in einem Hotel im Nachbarort. Naja, ein bisschen entfernt, Reichenschwand. War aber abends hier schon mal in Lauf und habe ein Bierchen getrunken mit dem guten Matthias. Sei gegrüßt, falls du dies siehst. Der hat nämlich das hier heute so ein bisschen mitorganisiert, ein Zuschauer. Und Lauf, auf jeden Fall, zeichnet sich schon mal dadurch aus, neben einer entzückenden Fachwerk-Innenstadt, dass Kneipen auch noch länger aufhaben. Das war schon mal großartig. So, ich bin ein bisschen spät aufgestanden, deswegen schlürfe ich meinen Kaffee noch nebenbei. Uns erwartet jetzt hier eine Burg, gebaut von Karl IV. Mitten auf der Pegnitz, mitten jetzt hier in dieser Stadt Lauf. Und das Besondere heute für mich ist, dass ich hier nicht alleine durchgehe und alles selbst wissen muss, sondern dass ich geführt werde von einer Dame, von dem Stadtführerverein der Stadt. Genau, das hat unter anderem Matthias mitorganisiert. Und da bin ich schon sehr gespannt, was wir da für Details und interessante Insider-Informationen erfahren werden über die Geschichte der Burg und wie es innen aussehen wird. So, liebe Freunde, das bin ich. Das ist die Wenzelsburg und das ist Frau Alina Popp, die uns heute hier ein bisschen was erzählen wird und die Burg zeigen wird. Frau Popp, erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie sich hier zur Verfügung stellen. Und ja, das ist ja Wahnsinn, die Burg, so eine alte Burg mitten in der Stadt, eher ungewöhnlich und dann noch direkt auf dem Fluss. Wie ist es dazu gekommen? Genau, das haben Sie recht. Wir stehen da vor der imposanten Burg oder manche sagen auch Schloss. Beide Namen sind natürlich richtig und korrekt. Und zwar, das war zuerst eine Ruine auf der Insel. Und die Ruine, das war auch eine alte Burg, eine Reichsburg, die Wittelsbacher aufgebaut haben. Und dann kam ein Brand und 1301 wurde die Wittelsbacher Burg zerstört. Ja. Ja, und vor den Wittelsbachern, das habe ich noch gar nicht gesagt, waren die mächtigen Staufe hier auf dem gesamten Gebiet, in Lauf und in der ganzen Umgebung. Gab es da schon die Stadt oder war das eine reine Burgstandort? Nein, noch nicht. Das war nur ein Ort. Ja. Und die Staufe, die sind dann ausgestorben und kamen die Wittelsbacher. Das war immer noch keine Stadt. Ja. Ja. Und die Wittelsbacher blieben so 70 Jahre circa. Und dann kam der böhmische König Karl IV. Mhm. Wenn ihn jemand kennt und seine
Bauten, so wie Karlstein bei Prag oder die Karlsbrücke, dann weiß man, aha. Den sollte man kennen, einer der bedeutendsten Könige und Kaiser. Genau, ein fleißiger Bauer. Und die komplette Neustadt, Prager Neustadt, hat er auch aufgebaut mit über 50 Kirchen und Kapellen damals. Also wirklich ein fleißiger Bauherr. Und er kam nach Lauf und blieb 20 Jahre. Und er kam 1353 und blieb dann 20 Jahre. Und zwei Jahre später gab er dem Ort Lauf die Stadtrechte. Ah, ja, mit okay. vielen Privilegien. Ja. Genau. Warum ist er eigentlich, also er hat das Gebiet irgendwie erworben oder so, habe ich ja, gelesen. Ja, genau. Ne? Seine zweite Frau, Anna von der Oberpfalz, Sie hören schon, das ist hier in der Nähe jetzt. Und ihr Vater hat den Leuten zur Hochzeit viele Ländereien, Gebiete, ja. Orte, Felder, Wälder zur Hochzeit geschenkt. Genau, wir hatten das schon auf der Tour, die Zuschauer werden es wissen. Bei meiner ersten Burg war das ein ähnlicher Fall. Das nannte man zumindest bei uns im Norden Wittum. Also wie eine Widmung, so eine Art Mitgift. Und hier, ach, genau. hier ist das auch der Fall genau. gewesen. Ah, genau, interessant. Ja, genau. Und er hat sich eigentlich zwischen Prag und Nürnberg auf seinem Gebiet bewegt. Ja. Das war alles seins. Ja. Genau. Und das war damit jetzt quasi der westlichste Zipfel jetzt plötzlich. Ne? Genau, genau. Wir bewegen uns, oder wir stehen jetzt eigentlich auf dem Gebiet der böhmischen Krone. Bis Lauf war das Böhmen. Ja. Und Rüttenbach, das ist die nächste Stadt hier hinter Lauf, das war die erste nicht-böhmische Stadt oder Ort. Ja. Genau. Und er hat die Burg jetzt, ja, aus welchem Grund gebaut? Wollte er das verteidigen oder war das eher so Angeberei? Ja. Oder Zoll einfordern? Gut, die Nürnberger sagen, bei uns hat er gewohnt und in Lauf hatte er sein Wochenendhaus. Also bitte sein Wochenendhaus. Ja. Ja. Das war seine letzte Station, bevor er nach Nürnberg kam. Ja. So ein Tagesritt war das dann nach Nürnberg auf die Burg. Und hier, naja, da blieb er so ein, zwei Tage, manchmal drei Tage, bevor er dann nach Nürnberg. Und in Nürnberg war er, weil das ja Reichsstadt war und Ort für, was weiß ich, Reichsratssitzungen oder so ein Kram. Genau, genau. Und man sagt, man vermutet, alles, was er nicht so öffentlich besprechen wollte, möchte in Nürnberg, hat er hier heimlich besprochen. Ah, alles genau. klar. Genau. Ja, überaus praktisch in der Nähe. Ja, noch so ein genau, sehr praktisch. Alles sein Gebiet, ein Tagestritt nach Nürnberg. Und 20 Jahre blieb er auch da, immer wieder, er kam immer wieder. Nach 20 Jahren hat sich Karl der Vierte in die Brandenburg verliebt und er musste verkaufen. Mhm. Er musste viele Gebiete hier verkaufen, samt Lauf mit der Burg, natürlich zurück wieder an die Wittelsbacher. Ja, so. Er hat sie selbst dann verkauft. Das war sehr kostspielig und er hat viel Geld gebraucht. Ah, okay. Deshalb musste er diese Gebiete und Orte und Burgen verkaufen an die Wittelsbacher. Und die blieben bis 1504/5. Und dann kam die Reformation und Lauf mit der gesamten Umgebung hat sich Nürnberg angeschlossen oder also die meisten Gebiete wurden hier evangelisch und für 300 Jahre fiel dann die Stadt Lauf unter die Stadt Nürnberg. Und dementsprechend auch die Burg? Natürlich auch die Burg, bis 1806. Okay, und ich würde sagen, dann nähern wir uns jetzt mal und gehen mal rein und schauen, wie es im Innenhof aussieht und später dann drin. Ne? Genau, wie das drin aussieht. So, wir stehen jetzt auf der Brücke auf der einen Seite, wir sehen hier so ein bisschen das Torhaus. Und oben sieht man eine Figur, Frau Popp. Was hat es damit auf sich? Das ist eine wichtige Figur bis heute für Böhmen, für alle Tschechen. Das ist der heilige Wenzel. Mhm. Und der heilige Wenzel ist die Persönlichkeit neben dem Karl den Vierten in Tschechien bis heute. Mhm. Und er spielt auch bis heute eine große Rolle. Ja. Und zwar seine Großmutter Ludmilla von Przemyśliden und ihr Mann, sie haben versucht,
ein bisschen Religion in das heidnische Böhmen zu bringen. Aber ich bin jetzt im Jahr 800. Ja, genau. Das ist eine wirklich eine lange Geschichte und andere Geschichte. Und sie hat ihn auch unterrichtet. Er sprach damals vier Sprachen. Mhm. Die Leute im Jahr 800 konnten weder lesen noch schreiben, die Fürsten auch nicht. Und er konnte vier Sprachen sprechen und schreiben. Und er hat auch versucht, ein bisschen Religion nach Böhmen zu bringen. Und da gab es natürlich Spannungen zwischen ihm und seinem Bruder Boleslav. Mhm. Und sein Bruder Boleslav ließ ihn dann von seinen Leuten an der Kirchentür dann ermorden. Ja. Und das geschah am 28. September. Ja. Und der 28. September, das Jahr ist gar nicht so wichtig, der 28. September ist bis heute auch der Nationalfeiertag in Tschechien. Und Wenzel ist so ein bisschen die Nationalfigur. Er wurde ja dann heilig gesprochen, ne? Der wurde dann ein paar Jahre später heilig gesprochen für seine gute Tat. Genau. Er war ein guter Fürst. Ich glaube, es gab dann später noch mehrere böhmische Könige, die dann auch Wenzel hießen. Ne? Ja, das war ein Modename. Ja, okay. Ja, absolut ein Modename. Und heute auch noch? Gibt es ja, auch noch tschechische Jungs, die Wenzel? Ja, nicht so, aber diese Tradition kommt wieder zurück. Also aha. Anna, Marie, okay. Josef, Wenzel, ja, ja, die okay. alten Namen kommen wieder. Gut, dann gehen wir mal rein, oder? Ja. Man sieht hier übrigens sehr schön in den Steinen die Technik, die angewendet wurde, um die zu heben. Ich zoome mal hier ran. Wir haben ja dort Löcher in den Steinen. Genau. Und da wurde das irgendwann das eingeführt, dass man sozusagen so eine Zugbrücke natürlich hier. Ja, beziehungsweise aber die Steine, die wurden für den Bau, für den Transport mit solchen so Haken gehoben. Genau, mit solchen Kränen. Ja. Und um die Steine wirklich gut zu fassen, mussten sie so solche Löcher haben. Das waren riesige Kräne. Genau. Ja, wir sind hier im Innenhof. Aber und wir können das vielleicht zum Anlass nehmen, ein bisschen über die weitere Geschichte zu sprechen. Genau. Nürnberg gehört das Ganze jetzt also. Genau. Also, jetzt gehört die Stadt mit der Burg für 300 Jahre unter die Reichsstadt Nürnberg. Und hier in der Burg, hier haben gewohnt und gearbeitet die Landpfleger. Was die ist Landpfleger, das, für eine? Das waren so wie Landratsamt jetzt. Ah, okay. Sie haben die Ländereien in der Umgebung verwaltet. Und die Familien haben hier in der Burg wirklich 300 Jahre gewohnt und gearbeitet. Und deshalb wurde auch die Burg dann in den 300 Jahren fünfmal umgebaut. Ah, okay. Und die Familien wollten natürlich nicht in einer Burg wohnen, sondern in einem Schloss. Deshalb diese zwei Begriffe. Ah, okay, alles klar. Gut, und das ging bis 1806. Ja, man dann sieht hier noch was, ne? Hatten Sie mir vorhin gezeigt. Genau. Das ist das Wappen des Landgerichtes und nach einer Pause kam dann das Landgericht in die Burg. Also es wurde wieder hier gearbeitet. Ja. Das ist eine Arbeitsburg. Ja. Und das heißt, das Landgericht, das kam nach den Nürnberger. Genau, ne? Genau. Ah, okay. Da war eine kurze Pause, dann kam das Landgericht und blieb über 100 Jahre. Und in den 80er Jahren zog das Landgericht in eine andere Stadt und nach Lauf kam die Kunstakademie. Und die Kunstakademie blieb hier in der Burg fast 30 Jahre. Kunstakademie heißt, war das eine Hochschule? Das war, genau, Hochschule für Kunst. Hier haben wieder die Professoren gearbeitet, die Studenten gelernt und gearbeitet. Und einmal im Jahr haben sie immer ihre Werke hier präsentiert in den Räumen. Die Burg war natürlich zu, war alles geschlossen. 30 ja. Jahre, niemand durfte hier durchlaufen in okay. die Stadt. Und vor 6 Jahren haben sie eine neue Schule in Nürnberg gebaut und dann sind sie ausgezogen. Ah, okay. Einerseits schade, weil es hat sich auch Leben in die Stadt gebracht. Ja. Andererseits, ja. Jetzt kann man hier rein. Genau, jetzt darf man rein in die Burg. Man darf auch durch den Hof ins Zentrum
Und ja, aber leer stehen ist auch nicht eine gute Option. Nee, aber sie steht jetzt leer, oder? Sie steht jetzt leer. Besucher können, nur dass wir es schon mal gesagt haben, man kann also hier öffentlich überall rein. Genau. Und es gibt drei Räume, die man besichtigen kann, wo wir auch gleich reingehen. Und gibt es da Öffnungszeiten, falls jetzt jemand das Video sieht und gerne ja, das besuchen momentan wird? In der Pandemiezeit ist das ein bisschen auch bei uns anders. Ja. Die Öffnungszeiten sind zwischen Mittwoch und Sonntag. Dann schauen wir mal einmal noch auf der anderen Seite raus und dann gehen wir rein. Ja. So, hier sieht man Laufe Venedig, so wie viele Gäste sagen. Oh ja. Und ich sage auch immer wieder, das sind so wie Postkartenmotive hier. Ist das der sozusagen der historische Stadtkern auf dieser Seite? Genau. Alles klar. Das ist das Zentrum und das zieht sich von dem Judenturm nach rechts. Ah ja, okay. Und war damals historisch die Burg auch von beiden Seiten begehbar? Ja, vermutlich, auch. Ne? Auch, ja. Genau. Die Burg liegt richtig auf einer Insel. Ja. Und da haben wir ihn, Karl den Vierten. Da haben wir ihn. Das ist unser Karl. Ja. Wir steigen jetzt in den ersten Stock. Das Treppenhaus war natürlich zu der Zeit nicht da. Mhm. Da waren die Wendeltreppen überall. Jetzt mache ich das Licht an. Und jetzt kommen wir in den berühmten Wappensaal. Oh ja. Mit 114 Wappen der reichsten Adeligen aus Böhmen. Aus Böhmen. Das heißt, das ist angelegt worden zu Karls Zeiten gewissermaßen, zur Repräsentanz seiner Adeligen, oder? Genau, er hat seine Macht hier präsentiert. Hallo, das sind meine Leute, die mich finanziell und politisch unterstützen. Und ich sehe gerade, das ist ja insofern besonders, weil das gar nicht aufgemalt ist, sondern das ist richtig eingraviert, oder wie bezeichnet man das? Genau, das ist so, wie ich sage immer unseren Gästen, wie 3D-Technik. Ja. Hat man das irgendwie rekonstruiert, gefunden, oder wie ist man eigentlich, oder war also das schon immer da? Das sind Originalfarben. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, hier wurde immer gearbeitet. Mhm. Und auch die Richter haben hier im Wappensaal seinen Arbeitsraum gehabt. Ah, okay. Mhm. Und niemand hat die Wappen hier gebraucht, kein Mensch. Mhm. Was macht man, wenn man etwas nicht braucht an Wänden? Man verputzt das. Mhm. Und dann kam der erste Archivar nach Lauf und er hat die Wappen hier entdeckt, 1934. Mhm. Ah, und da hat man es wieder freigelegt. Genau, und das hat dann über ein Jahr gedauert. Und jetzt haben wir die Wappen im Originalzustand hier. Weiß man, wie man das damals zu Karls Zeiten genutzt hat? War das irgendwie jetzt ein repräsentativer Raum oder war das ein Rittersaal? Man sagt, das war der Schlafraum, das war der Audienzraum, das war der Besucherraum, also ein Schlafraum war das bestimmt nicht. Das war ein Raum für Repräsentation, für die Audienzen. Gibt es irgendein Wappen, was Sie gerne mögen? Genau, wir haben hier zum Beispiel diese Rosenblätter. 1, 2, 3 und um die Ecke auch noch 2. Ja. Das sind Rosenberger. Aha. Das war damals die reichste Familie überhaupt unter dem König aus Südböhmen. Mhm. Südböhmen war damals ein reiches Gebiet mit Teichen, Karpfen, Wälder, Wild, Burgen, Schlössern und eben diese 3 oder 5 Wappen, das waren die reichsten Familien. Und
das war der Vater und er hatte 4 Söhne. Okay. Und jeder Sohn hat ein Wappen, allerdings mit anderen Farben. Das ist nämlich die älteste Prager Darstellung, die es überhaupt gibt. Das älteste Prager Wappen. Aha, okay. Mhm. Und das ist das Stadtwappen sozusagen. Genau, das ist jetzt das in diesem Fall gar keine Familie, sondern die Stadt. Das ist das Stadt. Das sind alles Städte hier. Das sind Städte. Ach so, das ist dann noch so sortiert. Das sind Städte, das sind Bischöfe. Okay. Bischof von Olmütz, von Prag, von Bratislav. Ja. Dražice. Alles tschechische Namen. Ja. Und das sind eben die Städte, also Prag. Und das ist zum Beispiel auch vielleicht ein interessantes Wappen. Hier war 20 Jahre eine Münzstätte vor den Toren von Nürnberg. Aber Karl IV. Wollte das so haben, seine Münzen hier prägen. Und es ist das Wappen von Kutná-Hora, von Gutenberg. Ungefähr 20 Kilometer östlich von Prag ist jetzt eine UNESCO-Stadt. Ja. Genau. Ich war schon da, es ist eine tolle Stadt. Ja. Genau. Zuschauer meines Kanals kennen das, weil das spielt bei einem Rollenspiel eine große Rolle. Das im Böhmen spielt. Das ist das Wappen von Kutná-Hora. Eine sehr wichtige Sache für uns alle. Ich sage immer meinen Gästen oder Besuchern, sie müssen auf die Toilette, ich muss auf die Toilette und auch die Könige mussten auf die Toilette gehen. Und hier war dann im Mittelalter die Toilette des Königs Karl IV. Man sieht es draußen noch, der wurde ja an den Bogen eingerichtet, der muss gleich immer an der Burgmauer runterplumpste. Ganz praktisch, das ist eine Insel, überall ist Wasser, also dann ist das gleich aufgeräumt. Weg damit, und genau. Hygienisch und weg. Man muss sich allerdings vorstellen, dass die Mauern, die sahen wirklich an der Stelle immer ziemlich beschmutzt aus. Also das war, glaube ich, jetzt nicht der schönste Anblick. Ich möchte nicht da stehen. Zufällig. Jetzt kommen wir in die Herrenstube, auch wieder mit dem Kreuzgewölbe wie im Wappensaal. Mhm. Der Raum hier ist komplett weiß. War wahrscheinlich ursprünglich nicht weiß, ne? War nicht weiß, aber hier haben die Studenten gemalt und gearbeitet. Okay. Mhm. Und deshalb ist er jetzt weiß. Mhm. So, das sieht irgendwie aus wie die Burgkapelle. Hier, oder? Das ist der größte Raum hier in der Burg, und zwar der Kaisersaal. Okay, keine Kapelle, habe ich mich jetzt. Kapelle ist nicht so schlecht, wie Sie sagen. Wir hatten auch eine Kapelle hier, natürlich. War ja an jeder Burg. Ja, und zwar hier. Das war früher die Kapelle. Überall, wo Karl IV. War, musste eine Kapelle sein oder eine Kirche. Er war ein sehr frommer König und dann auch natürlich eine Kapelle hier. Ja. Und dann kam die Reformation. Ja. Alles wurde hier protestantisch. Mhm. Und dann waren keine Messen hier am 28. September. Das war die Ermordung von Heiliger Wenzel. Mhm. War jedes Jahr in der Kapelle hier eine Messe. Aber nach der Reformation dann nicht mehr. Mhm. Die Kapelle wurde abgetragen. Und das ist der Rest. So, wir stehen hier nochmal draußen und eine interessante Sache will ich nochmal nachtragen, denn wir haben drin einen sehr schönen Film nochmal gesehen oder wurde mir gezeigt. Und zwar hier an der Ecke dieses Gebäude, was ihr jetzt hier seht, das war ursprünglich der Bergfried, der ja immer zu so einer Burg dazugehörte. Der war viel, viel höher mit den klassischen dicken Wänden und war gewissermaßen der Stadtbrücke oder der Brücke zugewandt, auf dem dann alle hier rübergezogen sind und signalisierte dann schon die Wehrhaftigkeit des Ganzen. Außerdem diese kleine Mauer, die war vermutlich früher höher. Das war sozusagen noch eine äußere Zwingermauer mit einem eigenen Tor dann davor, um nochmal die Wehrhaftigkeit auch nochmal hier zu unterstützen. Das wäre es gewesen von der Burg Lauf. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Frau Popp und dem Verein der Stadtführer. Ne, genau, zu denen Sie gehören. Genau. Da gibt es auch noch ein kleines Logo, das können wir uns mal anschauen. Also wenn ihr in Lauf seid, dann vielleicht bucht ihr eine Stadtführung, schaut euch die Stadt an und dann müsst ihr natürlich unbedingt auch zur Burg. Herzlichen Dank nochmal. Bitte.
So, liebe Freunde, das war's aus Lauf an der Pegnitz hier vom Wenzelschloss. Ich hatte noch die Zeit, ein bisschen durch die Stadt zu schlendern und es ist wirklich eine entzückende, mittelalterlich anmutende, kleine und sehr lebendige Stadt. Lohnt sich auf jeden Fall hier mal Halt zu machen, wenn man in Nürnberg und Umgebung unterwegs ist. Für mich geht's jetzt relativ straight, ungefähr 320 Kilometer westlich an den Mittelrhein. Dann sehen wir uns wieder. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.